Ist die Geschäftswelt zum Selbstzweck geworden? Fehlt es in der Wirtschaft an Menschlichkeit, an Werten? Der Verein Ökonomie der Menschlichkeit setzt sich für eine Wirtschaft ein, die dem Leben dienen soll. Den ersten Betrieben hat dieser junge Verein nun eine Plakette überreicht. Da hängt es nun, das neue Logo am Ökohof Feldinger in Valz. Damit zeigt der Betrieb, dass er sich offiziell zur Ökonomie der Menschlichkeit bekennt. Die neue Logotafel soll ein Zeichen sein, dass sich ein Unternehmen dem Leben und der Menschen annimmt. Mich freut das schon, vor allem, weil ich finde es einfach so schön mit dem Slogan Folge der Freude. Und das finde ich so wichtig, weil das immer wichtiger wird, dass wir einfach eine Freude haben bei der Arbeit und immer generell im Alltag. Es geht ja nicht nur um die Arbeit. Einfach zu schauen, was braucht es für ein gelingendes Leben. Und die Unternehmer sind eigentlich der Schlüssel. Es gibt ja sehr, sehr viele. Und die Menschlichkeit ist ja eigentlich ein Absurdum in der Wirtschaft, eher entkoppelt. Und wir sagen, nein, es geht um die Begegnung. Da gerade jetzt beim Ökohof Feldinger. Das ist ein unwiederbringliches Kulturgut. Und die Freude drückt die Menschlichkeit aus. Den Verein Ökonomie der Menschlichkeit gibt es seit 2 Jahren. Konkret geht es dabei um ein neues Verständnis von Wirtschaft. Also weg von Erzeugnissen und Geld hin zu Werten und dem Wohl der Menschen. Das wird ein natürlicher Magnetismus werden, weil wir uns einfach nach Menschlichkeit sehnen. Immer funktionierende Rolle, immer gut sein müssen. Nein, wir sind soziale Wesen, wir wollen uns ausdrücken und wir müssen nicht immer gut sein. Und das zeigt sich in der Ökonomie der Menschlichkeit, dass wir uns einfach selbst ermächtigen und der wirtschaftliche Teil natürlich wichtig ist, aber eben das Zwischenmenschliche, der Umgang mit Mitarbeitern, ein ganz, ganz wesentlicher. Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Freude am Arbeitsplatz. So kommt es zum Motto Folge der Freude. Denn darum geht es bei der Menschlichkeit und so meint man, Menschlichkeit auch messen zu können, eben mit der Freude. Du kannst gewisse Dinge nicht kaufen, dass ich mich wohlfühle, dass ich eben auf Augenhöhe agiere, dass jeder wichtig ist und dass man gesehen wird, geschätzt wird. Und das ist das, wo wir uns sehnen und da ist die Zeit definitiv reif dafür. Die Ökonomie der Menschlichkeit hat nun in Salzburg den Anfang gemacht und kann aktuell rund 80 Mitglieder verzeichnen. In den nächsten Schritten möchte man österreichweit aktiv werden. Wirtschaftlich zu handeln und das Gemeinwohl im Blick zu haben, dahin scheint sich die Zukunft zu entwickeln und genau darauf möchten auch die Unternehmen ihren Fokus setzen. Es ist wichtig, dass der Mensch im Vordergrund steht, der Mensch. Und im Unternehmen funktioniert nur mit Menschen, die einfach Freude haben an der Arbeit und dann bringen sie eine Leistung. Und dann passt es für alle, dann passt es für den Mitarbeiter, dann passt es für den Kunden und fürs Unternehmen letztendlich. Das Guteste war, wenn man mit unserem Vorbild, wenn wir das vorleben, wenn das aufhab und wir einfach nachher ganz weit auseinandergehen und alle das gleiche denken und gleiche leben. Ich glaube, es geht nur so über die Menschlichkeit zukünftig. Ich meine, wir müssen alle unsere finanziellen Themen genauso bestreiten und es ist auch wichtig, dass uns allen miteinander gut geht. Aber es ist halt einfach auch wichtig, dass man gern miteinander arbeitet.